Hallo, liebe Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2, starring Lara Croft. Im letzten Part sind wir hier angekommen, im nächsten Level, nämlich der Eispalast. Hier ist nichts und hier ist auch nichts. Einmal Glöckchen anschießen und schon. Alles gut. Wow. Diese Platten will ich jetzt noch nicht betreten. Warum, werdet ihr hinterher sehen? Denn das sind die sogenannten Hui-Platten. Also ich nenne sie jedenfalls Hui-Platten. Natürlich haben sie einen anderen Namen, aber naja. Trampolinplatten könnte man sie vielleicht auch nennen. Ah! Genau deswegen nämlich. Hupsala. Das war so nicht geplant, aber auch gut. Oh, da liegt ja was, da liegt was, da liegt was. Also hier muss man echt höllisch aufpassen, sonst können diese Trampolinplatten einen auch ganz schnell in den Tod bringen. Kann man sich aber, denke ich mal, auch denken. Denke ich mal auch denken. Na, ihr Lieben, drei Yetis wieder mal. Was habt ihr denn? Wie das aussieht. Na, willst du mich knutschen, Süßer? Nee, ich glaube da nicht. Ach, Leute, ihr seid schon eine Versammlung da. Was gibt's denn hier Schönes? Hier gibt's nichts Schönes, auch gut. Überlege gerade, sind diese Trampolinplatten jetzt hier dafür da, um hier ganz nach oben zu kommen? Nehme ich mal an, ne? Da ist auch schon wieder eine Glocke, ey. Alles voller Glocken und Hui-Platten. Es ist doch verhext. Well. Das nenne ich jetzt mal einen Grund schon, um zu speichern. Oh, das war so nicht geplant. Das lade ich doch direkt mal. Genau, der Eispalast. Ich bin so gut. Ach ja. Na, kommst du zu. Warum? Oder muss ich erstmal andersrum laufen? Ach so, ja, dann ist alles klar. Okay, dann mache ich das halt so. Gut, laden. Wenn ihr das so wollt, liebe Freunde, dann ist das eben so. Gut. Weiß ich Bescheid. Denn wenn die das so wollen, dann wollen sie das so. Gut. Machen wir es auf die Art, wie die Spieleentwickler es wollen. Kann ich hier schon stehen? Oh ja, ich kann hier sogar schon stehen. Wie schön. Ich hätte nämlich sonst jetzt hier einen Rückwärtssalto gemacht. Reden schwierig. Aber ist ja so gar nicht nötig. Well. Ja, ihr mich auch. Hier was? Nö, doch nicht. Ja, ist ja gut, meine Güte. Man kann sich auch anstellen, Leute. Ganz ehrlich. Doppelte Uzi-Munition, das sehe ich gerne.
Nun gut, dann ziehen wir mal am Schalterchen und lassen sie frei, ne? Ja, ja. Ist ja gut, ihr süßen Kleinen. Ja, ich glaube, sie sind frei. Oder? Irre ich mich? Seid ihr frei oder seid ihr nicht frei? Doch, ihr seid frei. Ich bin untröstlich. Tut mir leid, dass ihr jetzt schon sterben musstet, aber so ist das nun mal in meiner Welt. Na, komm her, gib mir das Midi-Pack. Aha. Aha. Oh mein Gott! Nein! 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 Stirb! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Herzinfarkt! Scheiße! Fuck you! Lauf weg! Lara! Ah! Scheiße! Oh. Oh. Alter. Das können die doch mit mir nicht machen. Ich bin schon alt. Alter. Ich meine, eigentlich bin ich erst 22, aber ja, ich fühle mich alt. Noch jemand? Nein? Gut. Alter. Alter, Alter, Alter. Was? Achso, das brauche ich als Plattform für... Ah, verstehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, das war der Schock meines Lebens. Also jedenfalls im Moment so aktuell, was ich so an Schocks hier habe halt, ne? Ach nee. Ich wusste es doch, das ist so ein gemeines Secret. Alle Secrets im Eispalast waren total fies. Ich meine, wer kommt denn darauf, diesen Stein hier zu verschieben, bitteschön? Alter. Indiana Jones Style? Tatsache, wie in Indiana Jones. Ich gehe mal lieber vorsichtshalber, falls hier doch ein Loch im Boden ist. Ich habe Angst. Aber nee, alles gut. Alles stabil. Ich kann in der Luft laufen. Leute, wer hätte das gedacht? Lara Croft kann... kann auf der Luft laufen. Das finde ich geil. Da ist sogar eine Leiter, dass ich runtergehen kann. Soll ich es mal machen? Ich meine, ich weiß nicht, ob das was bringt, ne? Aber pff, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, will ich das doch mal eben machen, ne? Schaden kann es garantiert nicht. Hier ganz am Rande. Hä? La 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 la. Okay, ich kann auch drunter durch auf jeden Fall, ja. Aber hier liegt überhaupt rein gar nichts. Finde ich ein bisschen komisch, ne? Weil wenn sie hier schon die Möglichkeit machen, dass man hier runter kann, hätten sie da eigentlich auch was hinpacken können. So, um Zeit zu sparen, ne? Lade ich einfach mal direkt wieder. Obwohl ist die Musik wieder da. Bäh. Naja, egal, komm. Ah, passt schon. Dann ist es wenigstens nicht ganz so still, hat man was zum Anhören, ne? Passt. Lapp.
Genau, jetzt bin ich wieder hier. Ich wollte mich hier noch umgucken, ob hier nach oben was liegt. Jetzt wäre ich fast hier runtergefallen. Nö, aber hier ist gar nichts. Das ist gut. Ich meine, ob das so gut ist, okay, weiß ich nicht. Aber nee, doch. Normale Pistolen lasse ich erstmal. Weil wegen ist so. Ist hier eigentlich was drin? Nö. Oder wurden die Käfige ausgetauscht? Oder so. Ach, keine Ahnung. Versteht das einer, wer will. Hier, die Glocke muss ich ja auch noch anschießen. Och, nö. Weil die Glocke hier hat mich immer in den Tod gestürzt. Das klingt komisch. Nee, aber auf jeden Fall, die Glocke war echt immer meine Todesglocke so ziemlich. Ich weiß auch gar nicht, ob man diese Glocke hier mehrmals anschießen muss. Das kann nämlich auch sein, dass man die dreimal hintereinander anschießen, angeschossen werden musste oder so. Wow, jetzt hätte ich die fast schon nochmal benutzt. Aber nee, ich glaube und hoffe mal nicht. Und hey, das erste Tor ist offen. Von zweien. Aber ich muss halt die andere Glocke hier noch anschießen. Oh, das ist so mies. Es ist so mies. Ich will das nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nicht laden. Speichern. Möchten Sie? Ja, möchte ich. Oh! Ja, genau sowas kann dann nämlich passieren, wenn man nicht aufpasst. Da seht ihr es, Leute. Deswegen mag ich diese Hui-Platten nicht. Die sind so scheiße. Also ich meine, sie sind nützlich, aber sie sind hier jetzt manchmal auch nicht so ganz nett zu einem. Ne? Ich meine, da konnte ich jetzt gerade nicht besser reagieren. Vor allem, du landest wirklich immer wieder auf dieser Platte und kannst ja nicht woanders hin. Ah! Oder war das überhaupt richtig, das da hochzumachen? Darf ich da drauf? Soll ich wirklich darauf? Aber darauf kann ich nicht. Das ist zu steil, oder? Ich denke schon. Oder kann ich da doch rauf? Soll ich mal ausprobieren? Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Vorsichtig. Ne, kann ich echt nicht stehen. Super. Seht mal, so macht ihr das. Einfach mit ein bisschen Laufen und schräg vielleicht noch und dann klappt das auch schon. Ist ja doch einfacher als gedacht. Bevor ich runterfalle. So, wehe, das zweite Tor ist jetzt nicht aufgegangen. Ist es aber. Sehr gut. Bevor hier wieder ein Yeti auf einmal einfach so daherkommt. Oh, eine Hui-Platte. Meine Güte. Also wenn ich die Parts jetzt hier noch einzeln benennen würde, dann würde ich den Part hier jetzt garantiert Hui-Platten nennen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aua. 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 Ja, hier ist es echt wichtig zu speichern. Ihr seht es. Nur auf welche Plattform soll ich denn auch zuerst hier jetzt überhaupt drauf, ist meine Frage jetzt mal gerade so. Denn das weiß ich jetzt gar nicht. Ich wüsste jetzt hier nicht, wo ich genau hin muss. Das ist gerade mein kleines Problemchen. Wo muss ich hin? Also hier ist die Platte, da ist was und da ist aber auch was. Wow. Ich kann ja mal was versuchen. Hat fast geklappt. So ähnlich hatte ich es vorgehabt. Aber ich will halt auch auf der Plattform nach Möglichkeit landen. Kadabam.
Das hat doch gut geklappt mal. Hüp. Okay, soweit, so gut. Hier war irgendwo noch eine Glocke, die ich schon mal von unten gesehen hatte. Da oben ist sie. Gut, da ist was, da ist was. Das war so klar. Ach, das ist auch eine Schräge. Sag das doch. Warte mal. Ich weiß, wie das geplant ist. Aber die Uzis will ich dafür natürlich nicht, die normalen wieder. Bin ich gut oder bin ich gut? Wenn ich jetzt hier runterfalle, ne, dann ist das mein Tod. Aber ich hab's geschafft, okay. Unten ging's ja eh nicht weiter, also ich muss hier auf jeden Fall weiter hoch. Das sieht sehr hoch aus. Oh, das ist schöne Musik. Hier kommt auf jeden Fall also kein Yeti. Vermute ich zumindest. Wow, ich wusste es irgendwie. Ich wusste es, dass hier einer kommt. Ich wusste es. Man trifft diese Scheißtypen wirklich überall. Ich mag die Yetis echt nicht. Die sind einfach viel zu gruselig für meinen Geschmack. Viel zu gruselig. Das sind Fackeln. Aha. Thank God. Thank God, wirklich, weil wir werden auf jeden Fall noch Fackeln brauchen. Aber sowas von. Also der Blick nach draußen erinnert mich ja gerade ans erste Level, muss ich sagen. Also ans erste Schneelevel natürlich, ne? Die Dingens. Wo wir mit dem Schneemobil halt lang gefahren sind, wie hieß das denn nochmal? Das tibetanische Hochland, genau. So. Bäh. Scheiße. Ich hab so Schiss vor der Dunkelheit hier, das geht gar nicht klar. Oh meine Güte. Ich hoffe, ich habe jetzt hier auch nichts Wichtiges übersehen oder so. Ich denke nicht. Also ich wüsste nicht wo. Nun gut, Leute, ich würde sagen, ich mache hier aber einen Cut für den Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part hier wieder. Jo. Bis dahin macht's mal gut. Hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar und eine Bewertung. Das fände ich ganz total toll. Ganz total toll. Auch tolles Deutsch, ich weiß. Und ja, bis zum nächsten Mal mit hoffentlich wieder starken Nerven und allem halt. Also bis dahin. Ciao.